So, und gleich am Anschluss an der Aufnahme kommt jetzt Clicker-Heroes, Folge 60. Ich weiß also nichts, was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist. Badalam, mal gucken. Wir haben einen Fisch, sehr schön. Ansonsten, oh, Atlas ist bereits auf Level 175. Nice. Können wir uns ja bald wieder Terra kaufen. Und ein bisschen Terraforming begehen. Okay, sehr gut jetzt. So, ja, vorhin ist natürlich wieder einer von meinen, unsere schönen Söldner sind verstorben, danke dafür. So, wir haben 63 und 63 Gold, das ist ganz geil. Das heißt, wir nehmen jetzt das, starten nochmal eine neue Quest, wovon es keine guten gibt, ich fick dich hart. Fick mich. Bam, dann nehmen wir jetzt... Ne, wir machen jetzt mal richtig schön taktisch hier. Achso, erstmal das Ding wieder rausnehmen, danke. Bom. Bom. Muss jetzt mal reichen. So. Das heißt, boah, ich hab Knast, ich muss mal wieder was essen, ey. Hab heute durch das Ganze auf den Lieferservice warten. Absolut wenig. Ich hab, ja. Naja. Lassen wir das. Alter, Instakill. Ich liebe Instakill. Tja, mit Heroes Holz ist die Runde echt ganz schön scheiße. Wir haben gerade mal 8000 und dafür sind wir schon wieder Level 600. Das ist echt schlecht. Vor allen Dingen, wo ich ja nun extra was ausgegeben habe, hier, damit wir hier mehr bekommen, ne? Aber trotzdem haben wir... Das ist ein Albtraum. Was ist denn hier los? Alter, ganz ehrlich. Hätte ich mir die Kacke auch kneifen können. Schwänze, Arschlöcher, Bitches, Kanacken, noch Huren. Arschlöcher. Okay, Family friendly. Ja. Hoffen wir, dass wir hier noch ein paar Kisten, paar Goldkisten bekommen, damit wir hier schön schnell auf, ja, gut noch 1,6 Gold bekommen. Also 1,6 E. 63, ne? Boah, Instakill, ich liebe Instakill. Yay! So muss das sein, die ganze Zeit. Einfach bis Level 50.000. Spaß. Wird leider nicht passieren. Vorhin hatte ich wieder vorhin hatte ich wieder eine Schatzkiste, die wieder von dem 10-fach-Bonus betroffen war. Das war natürlich richtig geil. Noch ein Fisch. Mittlerweile haben wir ja gut zwei. Naja, geht. Haben wir bald echt unsere 100 Diamanten Rubine zusammen. Ist ganz geil. Wie sieht es eigentlich hier mittlerweile aus? Das kriegen wir locker zusammen. Ich korrigiere. Vielleicht auch nicht, so wie mich das Spiel wahrscheinlich wieder mag. Aber dann haben wir schon 14. Brauchen also gerade mal noch 6 Stück. Das heißt, ja, es geht tatsächlich doch schon relativ schön, ne? Also, es geht voran. Es geht voran. Ja. Geil. 5%, wow, bringt genau gar nichts. Das hier bringt noch weniger als gar nichts. Das hier würde halt auch noch was bringen. Aber das Problem ist halt, das bezieht sich halt immer auf die bereits vorhandenen. Heißt also auf diese 8. Was? Ne, nicht mal? Achso, ne, das hier. Das ist Maximum Transcendent Primal Soul Reward. Hä, was ist denn das? Achso, diese 8, die wir pro Boss dazu bekommen. Klar, genau, diese 8 Stück. Da bekommen wir jetzt also 8,8. Also... Ja, halt ein mehr so ungefähr. Das bringt halt absolut gar nichts. Der bringt halt auch erst viel mehr, wenn er auf relativ hohen Level ist. Also, offen nachweisbar. Ja, die einzigen, die halt wirklich was bringt, ist halt er und der hier oben. Schade eigentlich. So, dann sag mal, hallo, was ist denn hier los, ey? Ich brauche hier noch ein... ich brauche ein bisschen Money. Manu. Mami, ich brauche Money.
Ja, das ist natürlich. Tja, von Terra sind wir echt noch ein bisschen entfernt. Aber spätestens zur nächsten Aufnahme sollte ich sie haben. Weil innerhalb dieser Aufnahme kriegen wir den Reward definitiv nicht mehr. Dauert doch eine Stunde. Das ist natürlich ein bisschen traurig. Aber dafür zur nächsten Folge. Ich meine, wir haben jetzt hier, das ist ungefähr so 1E2. Das heißt, beide zusammen, das ist auch nochmal so gut 1E2, heißt also das ist insgesamt 1E4. Damit komme ich also auf E67. Und E70 brauche ich. Fuck, da liegt also noch ein bisschen was dazwischen. Ah. Warum musste auch der Typ immer jetzt hier krepieren? Jetzt habe ich wieder hier einen, der. Also. Ne, man ist ja doppelt angearscht quasi, ne? Man verliert ja quasi 16 Stunden. Weil, ne? Man braucht ja einmal 8 Stunden, um den neuen zu bekommen. Das heißt also, der eine, der den neuen Typen beschafft, ist 8 Stunden nicht verfügbar. Und dann ist ja, solange wie der andere noch nicht da ist, ist der andere ja auch nicht verfügbar. Jetzt also man hat quasi für 8 Stunden lang nur 3 zur Verfügung von 5. Es ist, also, naja. Schon ganz schön hier, ne? Schon ganz schön. Also ich will ja jetzt nicht sagen, dass es ganz schön schön ist, aber es ist auf jeden Fall ganz schön nicht ganz so schön. Arschlöcher. So, 250. Geht doch. So, haben wir noch drinne. Okay. Das geht mir gerade echt viel zu langsam hoch. Ist das hier wieder so eine Scheiß-Ascension, wo ich kaum Hero Souls bekomme oder was? Das kann doch nicht angehen. Naja, bis Level 800 haben wir ja noch ein bisschen. Vielleicht komme ich auch wieder auf die Level, auf die 800 Level. Mal schauen. Aber jetzt gerade sieht es echt scheiße aus. Da hat uns der Zufall wohl zufällig in den Arsch gefickt. Um das mal so zu sagen. So, ansonsten. Genau, hier war nichts weiter. Das haben wir auch. Oh. Können wir auch jetzt gerade nichts anderes machen als warten. Ich meine, wir könnten jetzt auch schon den einen hier ausgeben, aber ganz ehrlich, mal wieder ein Päumel, endlich. Yay. Hier ist so das Ding hier, die 8. Die würden wir halt mit ihm hier erhöhen. Und das ist halt nichts, weil 8. Ne? Selbst wenn die nur 100 stehen würde, also 100%, dann hast du halt gerade mal 16. Das ist immer noch ein absoluter Witz. Weil wir kriegen pro Boss mehr als 1000 Hero Souls. Da ist 16 komplett vernachlässigbar. Also, das bringt hier einfach nichts. Nicht, also zumindest nicht dafür, wie viel wir dafür arbeiten müssen. Weil, wie gesagt, jede Hero Soul kostet immer und immer mehr, jede Ascension Soul. Kostet immer und immer mehr Hero Souls. Das heißt also, um hier nochmal 10 Level rein zu buttern, also 9 Level, er ist ja schon auf Level 1, müssen wir nochmal eine ganze Menge idlen, also ascenden. Und das ist nicht verhältnismäßig. Leider nicht. So, jetzt, also die 1, die 14 E63, die 14 E63 bekommen wir nie. Das wäre das Zehnfache von dem, was wir jetzt haben. Von daher bin ich echt mal gewillt, doch hier das Ding einzusetzen. 8 Stunden. Also definitiv nichts für heute Abend. Schade eigentlich. So, danke, danke, danke. So. Sehr schön. Ja, yeah, wir haben die 10.000 geknackt. Gut, mehr bleibt jetzt gerade erstmal nicht offen.
Dann würde ich mal sorgen. Weil ich wieder eine relativ kurze Aufnahme, kann das sein? Das war jetzt nicht mal eine Viertelstunde oder sowas. Ja, 10 Minuten. Ha, lol. Ja gut, was willst du machen? Geht ja nicht anders. Ja, ein Spiel für Leute, die sehr viel Langeweile haben, beziehungsweise gar keinen, läuft im Hintergrund. Man könnte es auch. Egal. Ja, nee, hier waren wir. Okay. Man merkt, ich probiere alle und noch andere Idle Games aus. Wobei das gerade eben wirklich ein reines Idle Game war. Also, das hat mit Clicker Games nichts mehr zu tun. Da kannst du auch klicken, aber nicht vordergründig. So, yay. Na, jetzt geht langsam wieder. Na, jetzt haben wir schon 13.000. Ist schon wesentlich besser als 8.000. Und das innerhalb von 20 Level. Na gut. Dann würde ich mal sagen, lasse ich euch mal damit allein und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Auch wenn die Folgen jetzt ein bisschen kürzer geworden sind, vielleicht wird die nächste Folge wieder ein bisschen länger. Mal gucken. Ist ja jetzt immer nur 3 Stunden zwischen den Folgen, weil die nächste Folge ist auch wieder 3 Stunden. Vielleicht hab ich bis dahin, wie gesagt, Terra. Hoffe ich mal. Ansonsten. Wiggle, wiggle, wiggle. Ja, jetzt sehe ich wieder von YouTube weggestrikt. Okay, schau mit V.